Karotten einkochen geht schnell und einfach. Und dennoch solltet ihr auf ein paar Dinge achten. Welche das sind, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Damit die Karotten später für alles Mögliche verwendet werden können, sollten sie ohne große Zusätze wie Zwiebeln, Knoblauch etc. eingekocht werden. Für 2 Kilo Karotten benötigt ihr 4 Gläser à 500 ml Fassungsvermögen, Salz, Zucker und natürlich das Wasser zum Kochen. In ein Glas passen also rund 500 Gramm geschälte und gekochte Karotten. Wenn die Karotten unterschiedliche Größen haben, dann solltet ihr sie vorher nach Größe sortieren. Ich habe 3 unterschiedliche Größen sortiert. Wie ich die dann später zubereitet habe, das erkläre ich gleich. Bei Bio-Karotten würde ich die Schale dran lassen. Ich habe jedoch Discounterware gekauft und deswegen muss ich sie schälen. Das ist zwar schade, weil unter der Schale die meisten Nährstoffe stecken, aber es geht nicht anders. In dem 2 Kilo Sack waren 2 riesengroße Karotten. Die habe ich als erstes aussortiert, geschält und dann schon mal vorgekocht. Sie können in kaltem Wasser angesetzt werden, 2 Teelöffel Salz und 2 Teelöffel Zucker dazu. Und dann mit geschlossenem Deckel kochen. Ich koche die Karotten im Übrigen immer am Stück vor, dann kann ich sie später besser schneiden. Man muss sich die Arbeit ja nicht unnötig schwer machen. Dann kommt die zweite Fuhre dran, die mittelgroßen Karotten. Auch hier bitte den grünen Ansatz und das Wurzelende abschneiden und die Karotten schälen. Jetzt konnten die dicken Karotten schon mal 4 Minuten kochen. Dann gebt ihr die Fuhre mittelgroßer Karotten einfach dazu. Wieder Deckel drauf und weiter kochen. Und schließlich werden noch die kleineren Karotten geschält und nach 2 Minuten des Kochens den anderen Karotten hinzugefügt. Alle Karotten zusammen jetzt noch einmal 4 Minuten kochen. Na, habt ihr mitgerechnet, welche Karotten wie lange kochen? Nein, macht nichts. Hier alles nochmal im Überblick. Die dicken Karotten haben insgesamt 10 Minuten, die mittleren insgesamt 6 Minuten und die kleineren 4 Minuten vorgekocht. Damit die Karotten nach dem Kochen ihre Farbe behalten und nicht weiter garen, gebt ihr sie in eiskaltes Wasser. Das Kochwasser selber verwenden wir später zum Auffüllen der Gläser. Dann geht es ans Schnibbeln der Karotten. Ich habe es eben kurz gesehen, diese Stärke sollte die Karotte schon haben. Das sind so 0,5 bis 1 cm. Wer sie nicht in der Hand schneiden möchte, der legt sie auf ein Brett und schneidet sie dann in Scheiben. Wenn alle Karotten geschnitten sind, können sie in die sauberen Gläser abgefüllt werden. Dann füllt ihr die Gläser noch mit dem Kochwasser auf, bis ca. 0,5 cm unter den Deckelrand. Deckel drauf und fest verschließen und dann geht's ans Einkochen. Ich koche traditionell im Topf ein, fülle mit Wasser auf, erhitze auf 100 Grad und bei mir bleiben die Karotten dann 2 Stunden im kochenden Wasser. Das Wasser köchelt immer leicht, das heißt, es ist knapp über 100 Grad. Ich kann euch sagen, danach sind die Karotten auf den Punkt gegart. Was ich sonst noch so alles einkoche und einmache, das könnt ihr in meiner Playlist hier oben sehen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und klickt am besten gleich die Glocke. Dann werdet ihr nämlich gleich benachrichtigt, wenn ich mal wieder was Neues eingestellt habe. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.